Hallo Leute und willkommen zum CTBW. Ja, nach langer Zeit mal wieder. Ich wollte schon sagen, Mario Kart Wii Online ist es theoretisch ja auch, aber... ja, Custom Tracks heute mal. Auf einer Strecke, die ich, glaube ich, noch nie gefahren bin. Autumn Forest. Sieht jetzt zwar nicht, ja, allzu neu aus, so von den Sachen allgemein her, so vom, ne, Aufwand der Strecke, sieht schon ganz gut aus. Also ich sehe es zumindest auf dem kleinen Bildschirm auch in Farbe, und ja, kenne ich noch nicht und scheint nicht die komplizierteste Strecke zu sein, was mir natürlich entgegenkommt als absoluter Custom Track Noob. Ja, ein 12-Spieler-Raum, ist gerade nachmittags 16 Uhr unter der Woche, also kann man da echt nicht meckern. Und ich freue mich, dass mal wieder so ein Raum zustande kam. Ich habe das so gesehen, als ich so gedacht habe, hey, du könntest Mario Kart aufnehmen. Guckst du mal den CTWW-Status? Habe ich so vorhin geguckt. War ein 8-Spieler-Raum. Dann wollte ich jetzt joinen. Hab nochmal geschaut. 12 Spieler, und ich dachte schon so, nein! Ah, jetzt muss einer rausgehen. Und ja, das ist relativ schnell der Fall gewesen. Also so arg viel länger hätte ich dann nicht mehr gewartet, aber... Leute haben sich dafür entschieden, dass sie hier gegen mich fahren wollen, also... Da jetzt den Salat oder die Peach im Raum, die hier mit Roten aufräumt. Zack, du kriegst noch einmal ab. Ja, da vorne ist halt die Funky Flotte. Die haben auf der Strecke hier dann doch einen Vorteil, weil es hier jetzt nicht sonderlich kurvig ist, um ehrlich zu sein. Aber okay, ich gehe bei Custom Tracks immer auf Nummer sicher und nehme Machbike. Weil ich die Strecken eben auch nicht so gut kenne und mich dann noch besser in der Kurve entscheiden kann, von wegen, hey, ich glaube, du musst doch woanders lang. Das ist dann ein bisschen mobiler. Zack, hier hauen wir mal hinter und das da... Oh, wollte ich eigentlich nach vorne mit Benjamin schießen. Oh, das war vielleicht ein bisschen arg viel abgekürzt. Nee, ging sogar noch. Aber ich glaube, wir kommen hier auch nicht mehr nach vorne. Pilz! Ach so. Es geht 5 Runden, lol. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Also so kurz, dass die Strecke 5 Runden geht, ist jetzt aber eigentlich auch wieder nicht. Naja. Fahren wir halt 5 Runden. Auch okay. Ich finde die Strecke jetzt nicht so schlimm, deswegen... Gerne, gerne. So viel zu, ich finde die nicht schlimm. Ich finde die ziemlich schlimm, wenn ich... hier... mit Wolken weggemobbt werde auf dem letzten Platz. Bevor ich jetzt nochmal klein geschockt werde. Oh Mann. Aber der wird mich schocken, wenn er sieht, dass ich im Stern direkt vor ihm rum... Eier. Ja, man kann auch kein Item mitnehmen. Soll ich rückwärts fahren? Nee, das lohnt sich nicht. Oh Mann. Diesmal kann ich es nicht mal auf die Strecke schieben, dass ich hinten bin. Sondern auf... Unluck? Hatte ich Unluck? Weiß ich nicht so genau. Also, dass mich da der Bullet jetzt noch abgeräumt hat, war schon ein bisschen unlucky, aber sonst eigentlich nicht so. Kam überhaupt schon im Blitz? Doch, einer kam, aber... Oder war das meine Wolke nur? Weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall haben wir auch einige Leute drin, die nicht gerade viele Punkte haben, deswegen würde ich ganz gerne etwas weiter vorne landen. Goldschwung ist auf der Strecke hier halt richtig krass. Wobei an der Stelle, wo ich den jetzt eingesetzt habe, nicht so, leider. Aber... hier kann man echt richtig viel abkürzen eigentlich. Schade, dass ich, dass es mein erster in dem Rennen war, obwohl ich die ganze Zeit hinten bin. Naja. Oh. Jetzt ist letzte Runde gewesen. Okay, ich dachte schon, es wäre noch eine, aber... na gut. Wieso bin ich auf dem 5. traurig, wenn es 10 Leute waren? Oder wurde ich nicht 5. Also in meiner Welt war ich 5. Na gut, machen wir mal. Immerhin noch 12 Spieler drin. Lost Fortress ist die nächste Karte. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die kenne. Ja, doch, ich habe sie zumindest mal in einem Video gesehen. Aber selbst gefahren bin ich die, glaube ich, noch nie. Na, dann wird's mal Zeit. Oh Gott, nicht ganz so weit rechts lenken direkt. Ja, danke schön. Der Nachteil von Peach, die sind ein bisschen zu leicht im Leben. Oh nein. Ja, ja, keinen Fehler gemacht, direkt wieder ganz hinten. Ich nehme diese Rampe da mal vorsichtshalber nicht mit. Ich
glaube, das würde nur in meinem Tod enden, wenn ich die Strecke nicht kenne. Nun ja, was geht bei mir so momentan ab, könnte man sich vielleicht fragen. Ist ja meistens so, dass ich in Mario Kart darüber rede. Oh Gott, nein! Weil irgendwie so Mario Kart ist so das Projekt, wo ich so auf persönlicherer Ebene das Ganze hier so mache. Und Minecraft ist eher so das, wo ich auf das Spielrelevante eingehe. Jetzt nicht unbedingt, weil ich da so krass am Tryharden bin, dass ich das gut könnte, aber naja, ist eben so. Und oh Gott, ich dachte, das wäre ein Abgrund, deswegen bin ich da nicht rübergefahren. Nein! Okay, merken, beim Ziel lieber rechts lenken. Ja, das Gameplay ist immer grauenhaft, wenn ich Custom Tracks fahre. Gewöhnt euch dran. Habt ihr vermutlich auch schon nach wie vielen Parts? Obala. 86 oder so. Auf jeden Fall auch schon wieder eine ganze Menge. 100 sind es noch nicht. Das wüsste ich, glaube ich. Ich wollte eigentlich diese Rampe nicht mitnehmen, aber okay. Ja, und ich krieg nur einen Stern. Und jetzt den Blitz vielleicht. Ne, einen Bill. Finde ich sogar besser vielleicht. Oh, das war knapp. Das war auch knapp. Da wäre ich beinahe runtergeflogen und ich glaube, der hätte mich nicht mehr gerettet. Ja, was geht bei mir momentan? Ich habe die nächsten Tage einen Studieneignungstest für einen Studiengang, für den ich mich nächstes Jahr beworben habe. Den ich nicht hundertprozentig sicher überhaupt annehmen werde, so, aber eben vielleicht. Und deswegen mache ich den mit. Und ja, der ist dummerweise halt recht früh am Morgen und ja, man muss da schon so 2,5 Stunden Fahrt ungefähr einplanen, sprich früh aufstehen, oh Gott. Ich bin echt schon länger nicht mehr so arg früh aufgestanden, das könnte recht interessant werden, ob ich den Tag überlebe. Weil, also dieser Test geht auch irgendwie 4 Stunden oder so, 4,5, so in die Richtung. Und ja, es könnte dann schon kritisch sein. So, hier muss man sogar lang, okay. Aber, ja, vorhin habe ich ein bisschen abgekürzt eben. Oh mein Gott. Macht da doch nicht so eine Rampe hin, wo man so hoch springt, wenn das zu krass ist. Gib mir ein Item. Ich will das Item haben. Der holt sich's echt nicht, okay. Das fand ich jetzt interessant. Ja, vielleicht noch ein Stern, wollte ich sagen. Ja, ihr habt's gehört. Und das wäre auch richtig cool gewesen, aber wird auch so immerhin der 6. Wenn ich im Mittelfeld lande, für Custom Tracks vollkommen in Ordnung. Solange ich nicht letzter werde, ist alles okay. Eigentlich. Weil so bekomme ich auch gar nicht so viele Minuspunkte in dem Raum. Nicht unter 8000 fallen ist mein Ziel für den Part. Ja, ja. Der Junge glaubt an sich selbst. Juhu! Meine Strecke. Old but gold. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil es Sunset Forest ist im Sonnenuntergang. Ja, ja, müssen die Leute mit leben, dass ich die alten Strecken cool finde. Und weil, naja, als nächstes werde ich, denke ich, Delfino Island wählen, die ist dann doch vielleicht ein bisschen interessanter. Wenigstens kenne ich mich hier aus. Okay, die kürzen hier nicht übers Gras ab, vielleicht weil 100 ist oder so und man es nicht gut kann, ist ein Punkt. Ja, man könnte sich fragen, also dieser Test ist für das Studium, das auf Uppsala die Berufslaufbahn Beamter im gehobenen Verwaltungsdienst herausläuft. Und ja, was wird da so abgefragt? Im Grunde so ziemlich alles, ein bisschen. Also es ist so eine Art Allgemeinbildungstest und ja, es werden Fragen zu Wirtschaft, zu Politik, zu Mathe, bla auch und zu Rechtschreibung und eben eigentlich alles, was man so auch in der Schule hat, gefragt. Und ich habe da so ein Buch zu, was eben über diese Bewerbung, was diese Berufsrichtung angeht, geht, wo eben drin steht, was da so drankommt, deswegen weiß ich das auch so ungefähr schon. Und naja, vorbereitet habe ich mich jetzt nicht wirklich, aber
ich weiß schon mal so ungefähr, in welche Richtung es geht. Und das könnte vielleicht ein bisschen helfen. Naja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das so wird. Und sonst, was ist das eigentlich? Wir, na, das ist, ja, da sieht man's. Ja, ich kenne die Strecke. Und direkt weiß ich, dass hier eine unsichtbare Wall ist. Och man, das ist doch gemein. Ich wollte sagen, und direkt läuft es und ich bin ganz vorne mit dabei. Und dann sowas. Och man, das war doch jetzt echt nicht schön. Da kommt noch eine Blue, aber jetzt sind die vorderen schon so weit weg, dass ich die vermutlich nicht mehr einhole. Geh aus, Goldschwurm. Assi, ey. Ja, ramm ich halt im Weenie, selbst wenn ich einen Pilz hab. Das wäre nicht nötig gewesen. Ja, jetzt werde ich letzter. Wahrscheinlich schafft man hier... Okay, ich mache hier lieber mal einen Stunt, wenn ich platt bin, schaffe ich es da sonst vielleicht nicht rüber. Es ist so lächerlich. Wisst ihr, jetzt konnte ich meine Strat nicht durchziehen, weil ich da platt gemacht wurde und direkt wird's mit dem Tod bestraft. Oh Mann. Es hätte so ein gutes Rennen werden können. Aber nein! Ja, ich krieg auch kein Item mehr. Er geht fürs Item. Ja, und war auch die bessere Entscheidung. Okay. Ich dachte schon, es geht noch eine Runde. War auch die bessere Entscheidung. Mann, das wurmt mich jetzt ein bisschen. Auf der Strecke hier, ja, hätte ich mir echt ein bisschen Chancen erhofft, aber... Es ist und bleibt Mario Kart. Und da weiß man nie, was passiert. Das hier ist tatsächlich ein Part, nach langer Zeit mal wieder, der auf Vorrat ist, weil ich habe tatsächlich sogar noch einen Mario Kart Wii Part. Das ist auf jeden Fall krass. Naja. District 65. Zack. Alle sterben bitte. Schade, keinen getroffen. Die Strecke hier kenne ich auch noch so ungefähr zumindest. Oh nein. Nicht in den Rückspiegel gucken, nach vorne. Ich würde ganz gerne die Straßenseite wechseln, ohne überfahren zu werden. Dankeschön. Ja, okay, doch nicht. Naja, die übertreiben hier aber auch ein bisschen. Ja, hier ist bestimmt... Oh Gott. 30er-Zone und die heizen hier mit 500 Sachen durch. Nicht so gut. Ich hätte auch gerne ein Item gehabt, aber okay, werden überbewertet. So viel zu, ich kenne die Strecke sehr gut. Ja. Ey, nö, was sind hier für Assis in dem Raum? Das kann doch nicht sein. Wieso bin ich Fünfter, obwohl ich von allen gedisst werde? Das kann auch nicht sein. Naja. Hoppala, wir fliegen und landen direkt vor einer Green Shell. Dankeschön dafür. Konnte man hier nicht mal... Hier konnte man mal Stunts machen, aber... Es wurde anscheinend rausgenommen oder ich krieg's gerade bloß nicht hin. Das kann natürlich auch sein. Hoppala, das war sehr knapp. Ja, und ansonsten, was geht bei euch so? Oh Gott. Ich finde das eigentlich ganz schön immer noch so... Ja, ist klar. Immer noch so ein Projekt zu haben, wo man so auf persönlicherer Ebene interagiert. Naja, mehr oder weniger interagieren, aber... ich denke, ihr wisst, was ich meine. Denn mittlerweile ist es tatsächlich so, dass das recht viele, so größere YouTuber vor allem, ziemlich abgelegt haben. Und jetzt nur noch halt so Standard-Videos, sage ich mal, machen, wo die Person gar nicht mehr zum Tragen kommt, sondern es einfach heißt, ja, ich mache jetzt hier so ein Minispiel und gut ist. Also so in die Richtung. Und das finde ich ein bisschen schade. Vor allem fällt mir das bei German Let's Play... Oh Gott. Ja, ich würde dich ganz gerne überholen, Kettenhund. Oh mein Gott. Das war knapp. Bei German Let's Play auf, den habe ich immer sehr gerne geguckt. Früher vor allem noch, da hat er immer Themen angesprochen in seinen Parts, mittlerweile überhaupt nicht mehr und ja, dann wird er auch nicht mehr geguckt. So hart ist die Welt. Ja, insgesamt gucke ich nicht mehr. Okay. Was war das denn schon wieder für eine unsichtbare Wand da? Insgesamt schaue ich nicht mehr, weit nicht mehr so viel, wie ich einst geguckt habe. Die einzige, die ich sehr aktiv gucke, ist Pete's Meat und ja, das reicht eigentlich auch. Und eben so die üblichen Verdächtigen. Die aber auch nicht so krassen Output haben. Bitte Vierter? Also der eine hätte mich fast noch eingeholt mit seinem Kart, aber die Vier stand bis zum Ende. Unten in der Ecke zumindest. Ob es am Ende auch so dasteht, ist die Frage. Nein! Okay.
Dankeschön, Spiel. Ein Rennen geht, denke ich, noch. Und wenn wir nicht letzter werden, halten wir auch die 8000. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil immer wenn dieses Roulette ist, rastet der Sound richtig aus. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwie... Hängt das mit der Wii dann zusammen? Eigentlich ja... Ja, mit den... Oh Gott, Lautsprechern vom Fernseher, oder? Aber da die Wii schon so ein bisschen geschrottet ist, könnte es auch damit zusammenhängen. Ich weiß es nicht so genau. Naja. Solange der Sound nicht komplett ausfällt überall, dann ist auch in Ordnung. Ihr hört den ja nur noch auf einer Seite ab, seit das Bild auch in Schwarz-Weiß ist, war das, glaube ich, ungefähr, wenn nicht sogar zum selben Zeitpunkt dann eben. Ah, es war knapp. Den... Okay, ich halte ihn mir nicht. Dieser Typ mit Capriosa im Maxi hat die halbe Strecke belegt, obwohl die richtig breit ist. Und dann hatte ich da jetzt doch ein bisschen Schiss. Hätte ja auch schon ein früher Blitz sein können. Das wäre nice gewesen. Er kriegt das Item auch noch. Ich glaube, da ist immer... Na, ist die Frage, ist da ein Maxi drin, wenn er jetzt einen hat? Ich dachte eigentlich, da wäre ein Stern oder ein Pilz drin. Du kriegst keinen Windschatten von mir, aber du ziehst auch so vorbei. Oh Mann. Ja, für die Strecken, die jetzt dran kamen, war Peach halt echt nicht die beste Wahl. Hätte ich doch bei Donkey bleiben sollen, hat ja recht. Oh Mann. Oh, da ist auch ein Item, wusste ich gar nicht. Ah, das war fast ein Hit. Da bleibe ich mir ganz kurz stehen. Oh Mann. Also ich weiß nicht, ob das sonderlich zeitsparend war, weil wäre ich runtergefallen, wäre ich auch wieder groß rausgekommen, aber... Naja. Ja, groß rausgekommen bin ich schon lange nicht mehr. Nur bei meiner Geburt. So. Naja, geht. Also, da war ich nicht so groß wie heute. Das wäre, glaube ich, recht... Na egal. Vergessen wir den Gedankengang. Oh mein Gott. Wieso ist das... Gibt es das Item nur noch einmal? Also, keine Ahnung, wenn das der erste eingesammelt hat, dass das dann nie wieder erscheint. Weil, also ich habe da gerade echt schon lange drauf gewartet, bis es wieder kam und... Nix gesehen. Nix gesehen. Richtigen Moment abpassen und dann nach vorne schießen. Yo, so macht man's, Patrick. Das mit dem nach hinten schießen ist aber gar nicht so leicht, wenn man in den Rückspiegel guckt. Mit Wii. Naja, wieder Ausreden suchen. Er zieht einfach vorbei. Denkt sich, das könnte er mit mir machen. Kann er auch. Oh, schade. Ich dachte, meine rote trifft wenigstens, wenn der sonst ja eigentlich kein Item außer einem Pilz-Set haben dürfen. Aber dann eben nicht. Oder der hat einfach mega den Drift-Boost bekommen. Wo ich jetzt aber auch eher weniger. Schade. Die Banane wird er hundertprozentig hinterlegen gleich. Ich werde reinfahren. Oh, da kommt noch eine Blue. Oh, das war knapp. Aber ich glaube, die wird nichts mehr bringen, weil der ist dann doch schon recht weit weg. Mein Item, ja, bekommen. Und hier ist immer Stern oder Pilz drin. Wenn jetzt noch ein Blitz kommt, wäre es optimal. Weil so kriegen wir den nicht mehr unbedingt. Ja! Windschatten. Ich liebe ihn. Ja, das war auf jeden Fall ein schönes Ende für den Part. Dann darf ich doch nochmal ein kleines... Erfolgserlebnis auf dem Treppchen feiern zum Ende. War auch eine sehr komplizierte Strecke, die keiner kennt, deswegen kann man schon stolz auf mich sein. Nun gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, hoffe ihr habt euch mal wieder gefreut, dass Custom Tracks kam, wobei das Gameplay dann immer ziemlich unterirdisch ist, deswegen seht ihr wahrscheinlich auch sowieso lieber den anderen Parts, aber gibt's dann nächstes Mal wieder. Dann sehen wir uns hoffentlich auch wieder, bis dann und tschüssi! So, 72, das ist doch... Prima!